Maße zombifiziert. Aber Stefan Dolk erfuhr von verschiedenen Zombie-Experten, wie man sich vor den Beißern schützt. So kennen und so lieben wir sie, die Zombies. Die blassen Kaufhausbesucher aus Romero's Dawn of the Dead jagten dem Publikum vor Jahrzehnten noch wohlige Schauer über den Rücken. Im gemütlichen Kinosessel hätte keiner gedacht, dass die Untoten sich einmal in die eigene Nachbarschaft verirren könnten. Doch die Fiktion wird Wirklichkeit. Das behauptet jedenfalls das Künstlerduo Bankleer und stellt eine gewagte These auf. In Deutschland vegetieren fast 4,5 Millionen Untote, die Arbeitslosen. Zombies sind ja seelenlose Wesen, sich menschlich verhaltende Wesen ohne Bewusstsein. Das ist ein gesellschaftlicher Auswurf. Und Arbeitslose sind im gewissen Sinne auch ein gesellschaftlicher Auswurf. Sie sind da, sind Teil der Gesellschaft, ohne wirklich Anteil nehmen zu können. Um die Folgen von Arbeitslosigkeit für die Seele klarzumachen, ließen die Künstler im Sommer letzten Jahres eine Arbeitsagentur in Stuttgart von bleichgeschminkten Joblosen überrennen. Die Mitarbeiter reagierten professionell und füllten mit den lebenden Leichen deren Hartz-IV-Anträge aus. Wegen der Jobreformen befürchten die Künstler jetzt eine wahre Flut neuer Zombies. Marc Fese schlägt sich von Berufswegen häufiger mit Untoten herum. Der Braunschweiger Autor, Schauspieler und Regisseur produziert seit Jahren Zombiefilme und mutierte darüber zum Experten für die Seelenlosen. Auch Fese hat einen drastischen Anstieg der Zombiezahlen ausgemacht und es sind bei weitem nicht nur Arbeitslose. Wenn man jetzt das Zombie-Thema als Maschinerie sieht, ich muss nur funktionieren. Ich habe einen Trieb, also das eine ist halt Essen, bei Zombies, und bei uns ist halt Geld zu verdienen, in eine Maschinerie reinkommt und Sachen abzuarbeiten, einfach nur zu funktionieren in irgendeiner Thematik, dann ist das schon definitiv ein modernes Zombie-Thema. Entweder Workaholic ist vielleicht auch was zombiehaft ist. Wohin ein leichtfertiger Umgang mit Heerscharen geistig Verstorbener führen kann, zeigt der Film Shaun of the Dead derzeit im Kino. In der britischen Komödie erlangen Zombies beinahe die Weltherrschaft, weil die geistig Aktiven die Gefahr völlig unterschätzen. Eine Lehrstunde für Deutschland? Sie ist total betrunken. Aber sie mag dich. Halt die Klappe. Jetzt will ich knuddeln. Ey, mal im Ernst, ich habe gerade eine Beziehung hinter mir. Unternimm was dagegen. Warte da. So, jetzt nicht bewegen. Der Hauptgag des Films ist die Tatsache, dass sich trotz der Zombie-Krise erstmal überhaupt nichts ändert. Die Leute reagieren sehr reserviert auf die wachsende Flut von Zombies. Und irgendwann ist es einfach zu spät, weil alle irgendwie zu langsam waren. Die Seelenlosen sind unter uns und es werden immer mehr. Doch was kann man tun? Der Goldmann Verlag hat im Dezember eigens einen Zombie-Survival-Guide herausgebracht. In ganz einfachen Schritten erklärt das Buch, wie der normale Bürger neben den Untoten überleben kann. Auf 300 Seiten werden typische Verhaltensmuster der Seelenlosen erklärt und wie man ihre Angriffe abwehren kann. Natürlich nur, wenn man nicht dazugehören möchte. Grundsätzlich, wenn ich das Thema vom Haken haben will, lass mich einfach beißen und lauf mit den Jungs mit. Das ist das eine. Wenn ich die Situation da versuche, für mich ins Positive zu wenden, dann würde ich wahrscheinlich dagegen ankämpfen. Und ich kenne ja einige Tricks, wie man das hinkriegt, dass die Zombies halt nicht mehr vorhanden sind, indem ich ihnen den Kopf abtrenne oder einen Kopf schieße. Ich werde das vielleicht schon versuchen, aber irgendwann wird die Übermacht der Zombies so stark sein, dass sie es auch nicht mehr schaffen können. Die Zukunftsaussichten sind düster. Wenn die Flut der Zombies weiter anschwillt, könnte ihr Weg zur Arbeit bald so aussehen. Ah.